Er ist der weltweit bekannteste Agent. Und eine der populärsten Filmikonen aller Zeiten. Bond. James Bond. Im Geheimdienst Ihrer Majestät. Mit der Codenummer 007 und der Lizenz zum Töten. Ein Martini. Geschüttelt, nicht gerührt. Seine Geheimdiensteinsätze sind Kult. Was ist Wahrheit, was Fiktion an den Abenteuern von James Bond? Ian Fleming ist der Erfinder von James Bond. Gegenüber Medien inszeniert sich der Schriftsteller verkaufstüchtig mit seinem 38er Colt. In seinem Umfeld deutet er sogar an, er habe auf einer Mission im Krieg persönlich getötet. Das ist ein echtes Problem bei Bond. Wo Mythos und Realität sich überschneiden, ist schwer zu sagen. Was steckt wirklich hinter der Geheimdienstvergangenheit des Bond-Erfinders? Was Ian Fleming James Bond gab, waren alle seine Hauptinteressen und Hobbys. Ian fuhr leidenschaftlich gern Auto und Bonds großes Hobby war sein Auto. Ian spielte leidenschaftlich gern Golf und wieder gibt es dazu eine wundervolle Szene in Goldfinger, die über 30 Seiten geht, über ein unglaubliches Golfspiel. Kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs 1939 nimmt Flemings Leben eine Wendung, beim Lunch in London mit einem Admiral. Fleming beherrscht Französisch, Russisch und Deutsch. Wichtige Fähigkeiten auch für den Marinenachrichtendienst NID, der ihn rekrutiert. Auf einmal wird Ian 1939 ausgewählt als Assistent des Direktors des Marinenachrichtendienstes Admiral John Godfrey, dem Vorbild für Bonds Chef M. Dort blieb er während des Krieges. Das war ein Fall von gesucht, gefunden. Sein neuer Arbeitsplatz, die Old Admiralty, der Imperialbaukomplex der alten Admiralität. Damals das Hauptquartier der britischen Kriegsmarine Royal Navy. Der Marinenachrichtendienst war ein wichtiger Teil der britischen Geheimdienste. Denn in jenen Tagen war die Marine das große Machtzentrum. Wenn die Navy die Meere beherrschte, dann war alles in Ordnung mit dem British Empire. Aus London koordiniert Ian Fleming während des Weltkriegs Spionagemissionen der Marine. Auslandsreisen führen ihn zu alliierten Geheimdiensten und in Agentenhochburgen der neutralen Zonen. Seine Codenummer 17F. Im Marinenachrichtendienst galt Commander Fleming als effizienter Planer und Organisator von Frontmissionen und als wichtiger Verbindungsmann zu anderen Geheimdiensten. Und es gibt weitere Verbindungen zwischen Ian Flemings Geheimdienstzeit, seinen Vorlieben und ikonischen 007-Motiven. Zum Beispiel die Duelle in mondänen Casinos um hohe Einsätze. Hauptschauplatz des ersten Bond-Romans von 1953 ist das Casino Royale. Der titelgebende französische Ort Royal-les-Eaux ist fiktiv, aber die Hintergründe sind real. In der Welt der Casinos und Gentleman-Spielclubs kannte Bond-Schöpfer Ian Fleming sich gut aus. Er mochte die Aufregung dabei. Er liebte das Drama des Kartentisches. Jeder spielt um große Einsätze, aber jeder schweigt und gibt nichts preis. Das ist etwas Theatralisches am Casinospiel mit hohem Einsatz, das er wirklich genossen hat. Nach dem Krieg kauft Ian Fleming ein Anwesen auf Jamaika und tauft es Golden Eye nach einer Geheimoperation. Hier erzählt Fleming, dass er im Jahr 1941 in Portugal in ein Casinospiel verwickelt war, wie Bond. Doch Flemings Darstellung, er habe in einem Casino gegen Nazi-Agenten gespielt, erweist sich als geschönte Selbstinszenierung als James Bond. James Bond war eine Art Fantasiefigur, die Ian Fleming gerne gewesen wäre. Fleming selbst verbrachte den Zweiten Weltkrieg weitgehend hinter dem Schreibtisch in der Admiralität. Erfahrungen aus seiner Geheimdienstzeit bringt Fleming später mit Fantasie zu Papier.
Und gegen Ende des Krieges beginnt ihn sein Schreibtischleben zu langweilen. Und er sagt, das weiß ich von einem seiner Kollegen im Marinegeheimdienst, dem sagt Fleming, er werde jetzt die Spionagegeschichte schreiben, die allen Spionagegeschichten ein Ende setzt. Er erschafft den Spion, der heute in aller Munde ist. James Bond, 007, mit der Lizenz zu töten. Ikonische Kulissen der 007-Welt sind versteckte Hauptquartiere der Schurken, deren Vernichtungswaffen die Welt bedrohen. Allen voran Bonds Erzfeind, Blofeld. Szenen des Fantastischen, inspiriert von einem echten Kriegstrauma des Bond-Schöpfers. Frühjahr 1944 in England. Fleming lässt ein Sonderkommando für eine ganz besondere Mission trainieren, die 30 Assault Unit, kurz 30 AU oder Sturmeinheit 30. Hier Bilder aus einem ähnlichen Training für alliierte Kommandoagenten. Der Marinespezialtrupp war Flemings Idee. Mein Cowboy- und Indianerspiel nennt er das Planen der Geheimmissionen. Kollegen nannten sie auch Flemings Privatarmee. The objective of this was to Ihr Ziel ist, hinter feindliche Linien zu gelangen und dort kriegswichtige Informationen und Technologien zu erbeuten. Das Hauptquartier der 30 AU, die Zitadelle der Admiralität. Eine gewaltige Bunkeranlage, deren wahre Ausmaße nur Eingeweihte kennen. Während die deutschen Luftangriffe liefen, konnte Fleming mit der Sturmeinheit dort Geheimbesprechungen abhalten. Und froh sein, dass sie nicht in Stücke gebombt wurden, weil sie so tief unten waren. Hier haben sie wichtige Informationen zusammengetragen und Missionen geplant. Mai 1944 in London. Fleming lässt im Bunkerhauptquartier seiner Marinesturmeinheit Karten und Luftaufnahmen der Normandie studieren. Die 30 AU jagt die sogenannten Wunderwaffen der Nazis. Mini-U-Boote, Düsenjäger. Und vor allem die V1- und V2-Raketen, denen in Südengland Tausende zum Opfer fallen. Die V2 trafen London noch bis kurz vor Ende des Krieges mit verheerender Wirkung. Einen der schlimmsten Treffer erlitt der große Fleischmarkt Smithfield im Jahr 1945. Die Rakete tötete zahlreiche Frauen, die gekommen waren, weil eine große Lieferung Kaninchenfleisch eingetroffen war. 6. Juni 1944 an der Küste der französischen Normandie. Die alliierte Landungsoperation Overlord beginnt unter heftiger deutscher Gegenwehr. Auch Flemings Sonderkommando schwärmt in Folge aus, um Wunderwaffen der Nazis zu erbeuten und zu zerstören, wie diese einstige Geschützstellung. Den Größenwahn Hitlers konnte Fleming in der Normandie an den deutschen Raketenbasen mit eigenen Augen erleben. Das Bond-Motiv von Raketen, die mit diabolischer Absicht aus dem Untergrund abgefeuert werden, steht in Verbindung zu Nazi-Deutschland. Ein echtes Untergrundversteck des Bösen, das Betongewölbe der England-Kanone in der Normandie. Aus diesen gewaltigen unterirdischen Abschussrampen für die neuartige Geschützrakete V3 will Hitler bis zuletzt den Tod über London bringen. Hitler ist jemand, den man in der Figur von Blofeld wiedererkennen kann, ja. Aber ich denke, dass Blofeld auch ganz allgemein den Typus des Größenwahnsinnigen darstellen sollte. Die Schurken mit Raketenbasen, gegen die 007 in den Kinofilmen antritt, sind dramatisch überzeichnet. Dahinter stecken prägende, auch traumatische Kriegserlebnisse des literarischen Vaters Fleming. Auch für andere Bond-Bösewichte gab es Vorbilder in der Wirklichkeit. Für das erste Bond-Abenteuer Casino Royale erschafft Fleming einen mysteriösen Oberschurken, Le Chiffre, der als Agent für Moskau in Frankreich agiert. Nach dem verlorenen Casinospiel foltert der Bond brutal, um sein Geld zurückzuerpressen. Fleming beschreibt ihn als großen Unbekannten. Sein Le Chiffre wurde bei Kriegsende in Dachau heimatlos eingestuft
Das Subjekt behauptete weiterhin, unter totalem Gedächtnisverlust zu leiden. Laut Flemings fiktivem Geheimdienstdossier nutzt der Bond-Gegner viele Decknamen und Sprachen. Er könnte Franzose sein, Pole oder Deutscher. Herkunft unbekannt. In den 1950er Jahren, in den Zeitungen in England und in Amerika, gab es das allgemeine Unwohlsein, dass zum Kriegsende gewisse hochrangige Nazis, Gestapo und SS irgendwie davongekommen waren. Dass diese irgendwie im normalen Leben abgetaucht waren und niemand sie zur Rechenschaft zog. Es sind jene Nazi-Verbrechen, die Fleming auch beim Schreiben des Martyriums von Bond durch Le Chiffre vor Augen hat. Er weiß von britischen Agenten, die auf ihren Missionen durch Gestapo und SS schwer gefoltert wurden. So stecken hinter Flemings scheinbar dramatisch überzeichnetem Bond-Bösewicht tatsächlich auch echte Nazi-Folterknechte. Fleming wurde oft gefragt, warum so viel Gewalt in seinen Büchern steckt. Er antwortete, nun, wir leben in einer gewalttätigen Welt. Das entsprach genau seinen Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg und weil er seinen eigenen Vater im Ersten Weltkrieg verloren hatte. Doch nicht nur die Schurken haben reale Vorbilder aus den Weltkriegen. In Flemings Sturmeinheit 30 agieren gleich mehrere echte James Bonds. In ganz vielen Interviews hat Fleming gesagt, all diese diese Typen, sag ich mal so, so hat das ausgedrückt, diese Typen, die ich während meiner Geheimdienstzeit kennengelernt habe, bestehend aus Männern in Sonderkommandos, alle die sind zu einer Melange verflochten und alle die sind mein James Bond geworden. Es gibt nicht eine spezielle Person, die genau das Vorbild für James Bond wäre. Er erweckte Figuren zum Leben, die er kannte, die Kampfeinsätze bestanden hatten. Aus dem Normandie-Einsatz gelten zwei von Flemings 30AU-Offizieren als besonders heiße Kandidaten für 007-Vorbilder. Patrick Deal Job. Als einer der ersten Alliierten überhaupt eroberte Deal Job im Juni 1944 eine V1-Abschussrampe der Nazis, eine Radarstation und Geschützstellungen. Wir wissen, dass D.L. Job, der auch ein sehr akrobatischer Skifahrer war, eine Uhr mit eingebautem Kompass trug. Flemings Truppe nutzte Geheimtinte und alle möglichen interessanten Gadgets. Also genau solche Dinge, die wir seit unserer Jugend mit Geheimagenten verbinden. Auch dieser Marineoffizier inspirierte Fleming zu ikonischen Bond-Szenen. Izzard, Ralph Izzard. Ralph Izzard galt in Flemings Sturmtruppe als eine Art Guru für die V2-Raketen. Er befahl seinem Adjutanten, wenn wir gefangen genommen werden, dann musst du mich erschießen. Das zeigt, wie immens sein Geheimwissen war. Ralph Izzard hatte ein Bond-ähnliches Casino-Erlebnis in Südamerika. Auf Auslandsmission geriet er dort in einem Casino an Agenten der Nazis, gegen die er spielte und gewann. So wie ich Flemings Gedankenwelt bis zu einem gewissen Grad kenne, ist das ein gutes Beispiel, wie er die Realität als Fundament nimmt und dann zu einer fantasievollen Geschichte ausbaut. Aber gab es die Lizenz zum Töten und wurden Agenten dazu ausgebildet? Nach dem Tod des Bond-Erfinders Ian Fleming im Jahr 1964 kommen Spekulationen auf um seine Tätigkeit im britischen Marinegeheimdienst während des Zweiten Weltkriegs. Bis heute wird verbreitet, Fleming habe in einem geheimen Trainingslager für Agenten eine Spezialausbildung erhalten für gefährliche Kommandoeinsätze hinter feindlichen Linien, inklusive einer angeblichen Sprengtaucherübung im kanadischen Ontariosee. Und dort musste er unter anderem heimlich eine Mine platzieren. Und es gibt einen Roman, der heißt Live and Let Die, also Leben und Sterben lassen. Und da ist James Bond gefordert, einen
Drogenbaron irgendwie das Handwerk zu legen. Und darum, da geht es immer unter anderem darum, eine Mine unter Wasser an Bord eines Schiffes zu platzieren, damit dieses Schiff in die Luft fliegt. Im Camp X, das seit 1941 britische und amerikanische Kommandoagenten ausbildet, soll Fleming auch im Nahkampf trainiert worden sein. Er soll beim Schießen und im Umgang mit Sprengstoffen geglänzt haben. Zum Abschluss habe ihn ein extremer Härtetest erwartet. In einem mysteriösen Haus auf dem Lagergelände soll Fleming eine Zielperson töten. Als ultimative Nervenprobe, wie ein Weggefährte nach dem Krieg behauptete. Das angebliche Opfer? Ein Experte in fernöstlicher Kampfkunst, der es vermocht habe, Pistolenkugeln auszuweichen. Doch Auge in Auge habe Fleming nicht gewagt, abzudrücken. Ich glaube nicht, dass da viel dran ist. Wenn Ian Fleming ein Sonderkommandotraining absolviert hätte, wenn er zu einem Schiff geschwommen wäre und Haftminen platziert hätte, er wäre der Erste, der später allen davon erzählt hätte. Aber er tut es nicht. Das sagt doch alles. Ein US-Geheimdienstfilm von 1942 zeigt aber ein ähnliches Szenario. In einem Trainingslager durchlaufen alliierte Agenten einen Schießparcours im sogenannten Pistolenhaus, auch House of Horrors genannt, die Geisterbahn. Im Dunkeln versteckt sind realistische Zielfiguren. Im falschen Mythos von Flemings Tötungstraining steckt ein wahrer Kern der Agentenausbildung im Krieg. Die Ausbilder hier schießen sogar zurück. Fazit: echte Geheimmissionen und reale Charaktere der Kriegszeit, gewürzt mit Fantasie, Glamour und Thriller-Drama. Das macht den James-Bond-Cocktail von Schriftsteller Ian Fleming aus. Kennt ihr noch weitere historische Fakten über James Bond und seinen Schöpfer? Dann schreibt es unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert diesen Kanal.